Servus Leute, zurück zu Magic Duels. Wir sind in der Erweiterung Eldritch Moon nahe dem Finale. Das letzte Mal ist Liliana den Verbündeten in der Stadt zur Hilfe geeilt gegen diese Schrecken, die eingefallen sind. Und jetzt müssen sich vermutlich die Planeswalker zusammentun, um die Eldrazi Titanin Emrakul zu besiegen, oder nicht? Ihr seht euch die Titanin an. Und die Stadt, die Größe, mächtig. Als die Wächter sich kämpfend ihren Weg aus der Stadt gebahnt haben, erreichen sie endlich Emrakul. Die Eldrazi-Titanin ragt über ihnen auf. Massen geifernder Eldrazi-Schrecken dicht unter sich zusammengedrängt. Liliana und Jace führen den Frontalangriff der Untotenarmee, während die anderen Planeswalker damit beginnen, mächtige Zauber zu wirken. Okay, Liliana und Jace? Na, Jace und Liliana, wir sind vorne im Sturmangriff. So, ne, Stuhl kommt. Lege die oberste Zweikarte auf deinen Friedhof. Ja, das sieht schon gut aus. Jace. Aber mir fehlen Ressourcen. Genau, das da fehlt mir. Zerstören. Okay. Ein Sumpf fehlt noch. Emrakul. Grün und schwarz. Zombies, ja. Ja, Zombies. Finstere Rettung. Später mal vielleicht. So. Was ist das? Wirf eine Karte, bring ein Spiel. Treppe 3 und schon. Es ist eine Karte, verlierst deinen Lebenspunkt. Interessante Karte, auf jeden Fall. Und eine Karte, die ich spielen kann. Das ist das Wichtigste. Karten abwerfen. Das ist gut, wenn ich dann später Länder auf der Hand hätte. Die ich nicht mehr brauche. Dann wäre das gut. Okay, das ist unwichtig. 2-1. Naja. Ohne Fähigkeiten. Ah, gut. Da haben wir mein Land, was ich benötige. Wirf eine Karte ab. Nein. Brauchen wir gerade noch nicht. Cool wäre, wenn jetzt irgendwelche Zauber aus dem Hintergrund kämen und mich unterstützen würden, wie... Wie wäre es, wenn hier ich einfach mal ein paar zusätzliche Mana bekomme? Nein? Okay, dann halt nicht. Der ist noch unkritisch, dieser Schrecken. Noch unkritisch. Ich spiele Mord. Weil ich es kann. Weil es mir mehr Zeit gibt. Zeit, um dafür Mana anzuhäufen oder dafür, naja, gut, dafür nicht. Bringe ihn jetzt mal auf seinem Friedhof getappt den Spielzug. Sieht ein bisschen... Ja, was bist du eigentlich für eine hässliche Fratze? Du hast ja viele, Klingenarme. Interessant. Interessant. Schön. Die finstere Rettung naht. Ach, ich würde sie gerne spielen. Aber es macht keinen Sinn, deswegen mache ich lieber Geralts Meisterstück. Der kriegt zwar -4/-4 aktuell, weil hier 4 Handkarten. Er kriegt -- so viel, wie ich Handkarten habe, aber... ich kann nichts Besseres spielen, also ich kann ja immer noch was spielen, also. Ich kann ja immer noch mehr spielen und dann wird er stärker wieder. Oder ich kann mehr Karten ziehen, dann wird er schwächer. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Bisher habe ich noch keine Angst vor Emrakul. Was macht der Evangelist? Und
nicht für jede auf diese... Oh, ja, Eldrazi, sie Schrecken produzieren. Nee. Das passiert nicht. Das werde ich zu verhindern wissen. So, du wirst wieder größer. Danach... Lieber einen Mord. Gut. Weil Zombies, ich hab zwar noch keinen, oder? Bist du ein Zombie? Du wärst ein Zombie, okay. Na gut. Ich bräuchte ein Land. Wenn ich ein Land bekäme, dann käme im nächsten Zug finstere Rettung. 3 Zombies, dann kann ich immer diese Fähigkeit triggern. Karten ziehen auf Kosten von Leben. Ein Land. Wusch, 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 wusch. Ich möchte Zombies haben. Ah. Ist okay. Die wird -3/-3 bis zum Ende des Zugs. Deswegen. Nein! Das. Okay. Nein, ich verstehe es nicht. Na gut. Tappen, tappen, tappen. Wir ziehen Karten. Und wie war das hier? Ah ja, es kostet auch noch was. Das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Warum erhält mir für jede Karte auf deiner Hand? Für jeden Zombie. Das waren ja 4 Zombies im Spiel zu dem Zeitpunkt. Ich habe mit 3 bloß gerechnet. Dann hätte es normalerweise hinhauen müssen. Ach, das ist natürlich bitter. Wirf 3 Karten, bringen wir aus seinem Friedhof. Ganz ehrlich, im Moment brauchen wir es nicht. Ich kann den Gegner einfach so fertig machen. 7 Schaden. In your face. Ich glaube, Emrakul ist Mana screwed. Kann das sein? Ja, es kann sein. Es fehlt sogar eine Farbe, Emrakul. Ah, das ist natürlich ganz bitter. Dann haben wir gewonnen. Tja. Easy. Sie hat ihre Farben nicht zusammenbekommen. Aber war das schon alles, ist die große Frage. Der Sieg ist uns gewiss. Bloß beim letzten Mal gab es auch einen überraschenden letzten Kampf. Boosterpackungen erhalten. Neue Karten. Wie aber Kühn vor langer Zeit sagte, was nicht zerstört werden kann, wird gebunden. Damion, Nissa, das war der Name. Vereine ihre Kräfte, um Emrakul an Innistrads mysteriösen Silbermond zu binden. Nissa zaubert ihre Glyphen direkt in die Oberfläche des Mondes, während Tamios Bandzauber die Titanin in den Mond hineinzieht. Okay, sie wird in den Mond gebannt. Okay. Mit der Gefangennahme Emrakuls verstreuen sich die verbliebenen Eldrazi schnell in alle Himmelsrichtungen. Erschöpft von dem Preis, den ihr die Verwendung des Kettenschleiers abverlangt, entlässt Liliane ihre untoten Armee wieder in den ewigen Schlaf. Sie wurde Zeugin der großen Macht der anderen Planeswalker. Eine Macht, die möglicherweise groß genug ist, sie vom Fluch des Kettenschleiers zu befreien. Sie schwört den Eid der Wächter und nun wachen 5 Planeswalker gemeinsam über das Multiversum. Gideon, Liana, Chandra, Chase und Nissa. Dort oben seht ihr, wie Emrakul in den Silbermond gebannt wurde. Aber was mit Tamio auf sich hat? Warum? Und aus der letzten Erweiterung der Vampir-Planeswalker hier? Warum? Was ist los? Und so? Tja. Du hast die Düstermond-Starterbox erhalten. Ausgezeichnet. Auftauchende Schrecken, Archetypenfragen, Nutzer auftauchen, massive Eldrazi auf deine unvorbereiteten Gegner loszulassen.
Boosterpackung erhalten. Eine Boosterpackung, die öffnen wir natürlich auch gleich. Was haben wir hier? Dezimierer der Provinzen. Neun. Wenn du den Dezimierer der Provinzen wirkst, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, +2/+2 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zugs. Verursacht Trampelschaden, Eile. Ein Finisher. Gefällt mir. Delirium. Schmutzblütigen Traben erhalten +1/+1 und haben Bedrohlichkeit. Solange den Friedhof 4 oder... Ja, das mit den... das mit dem Friedhof ist interessant. Das... Okay, verteidige. Das ist auch nicht schlecht. Da kann man ein richtig schönes Burn-Deck draus basteln. Zunehmender Moon. Transfer bis zu einen Werwolf deiner Wahl, den du kontrollierst. Kreaturen, die du kontrollierst. Okay. Damit kann man günstig transformieren. Das ist interessant. Wechselhafte Geister. Sieht schon mal gut aus. Auch von den Farben her. Fliegend. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wechselst, erhalten die wechselhaften Geister +3/+0 bis zum Ende des Zugs. Wären also eine 4/3. Fliegend. Not bad. Damit kann man... Damit kann man auch ein Burn-Deck basteln. Gegenstandslos machen. Bringe einen Zauberspruch oder eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand seines bzw. ihres Besitzers zurück. Liliana Wes. Gut gemacht, Chase. In Luft auflösen war schon immer deine Stärke. Oh, Shots fired. Shots fired. Schön. Na, ja, nicht zum Store. Oh, wobei. Tamio, Feldforscherin. Okay. Schöne Karten. Aber. Das war's mit der Kampagne. Der neuen Kampagne von Düstermond. Dann muss man wieder gespannt 3 bis 4 Monate warten, bis eine neue Expansion von Magic the Gathering rauskommt. Auch Eldritch Moon ist auch in richtiger Form, also in Papierform spielbar. Nicht nur kostenlos hier in Magic Duels. Also falls ihr Bock auf ein Friday Night Magic habt, schaut einfach mal, wo in der Nähe so ein Turnier stattfindet. Das macht auf jeden Fall Bock. Ich kann es aus eigener Erfahrung empfehlen. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.